Das Geheimnis vom Gleichgewicht auf der Slackline ist halt wie im normalen Leben auch, dass man einfach probiert, nie stehen zu bleiben. Ich komme von alpinen Skirennsport und mit 18 Jahren den Leistungssport einfach aufgeben, weil das ist meine Philosophie vom Leben. Nicht? Weil, wieso muss du auf Leistung gehen, wenn du dabei einfach einen Spaß haben kannst? Nicht? Jedes Mal, wenn ich fliegen gehe oder klettern gehe oder Highline gehe, geht es einfach um Spaß am Leben und um Freiheitsgefühle. Ich habe schon viele, sagen wir mal, extreme Sachen ein bisschen probiert. Und das Highline ist einfach, psychologisch ist das einfach für mich allem noch etwas vom Schwierigsten. Denke ich oft gar nicht aufs Gehen, sondern einfach, wie ich jetzt vielleicht mit dem rechten Arm reagiere oder wie ich mit dem linken Bauchmuskel arbeite und mit dem rechten, dass das total stimmt. Das Schöne ist halt auch, dass ich durch das, dass das Slackline so ein gemütlicher Sport ist, dass ich da halt auch da während Zeit hast, ein bisschen zu reflektieren, was in deinem Körper abgeht. Nicht? Oft mache ich autogenes Training, dass ich auf Nacht liege und mir einfach das alles genau vorstelle. Jetzt stehe ich auf, jetzt mache ich den ersten Schritt, jetzt mache ich den zweiten. In der Früh geht es in den Spot hin und spanne die Highline. Und ich weiß schon im Vorhinein, wie sich das anfühlt, jetzt drüber zu gehen. Aber oft hat man halt Tage, wo man vielleicht nicht so fit ist. Und zum Glück hat man nachher oft einfach die Freunde mit. Nicht? Eben bei so extremen Sachen für den Kopf ist das oft ziemlich wichtig. Dass man da Leute hat, denen was man etwa 100% vertrauen kann, sondern denen man sein ganzes Leben auch vertrauen kann. Highline oben arbeitet der Kopf anders, weil es eben 200 oder 300 Meter achten geht. Nicht? Und das ist halt einfach ein Urinstinkt in dir selber, das, was dir hat Signale sagt, nein, etwa außen gehen. Nicht? Das spürt man und merkt man oft, dass es dann richtig achten sagt. Okay, Bude. Genau das ist ja oft auch ein bisschen der Reiz dran, nicht? Dass man mit der Höhe irgendwie, mit den Zweifeln ein bisschen spielen kann in absoluter Sicherheit. Nicht? Weil wir gehen ja nicht ungesichert über den Seil drüber, sondern auch wenn man da einmal komplette Kontrolle über sich verliert, dann kann man auch hupfen und ist mit einem Seil und mit dem Klettergurt gesichert. Parte per prima. Pari dis pari. Pari. Bon. Alle Macarone, bim bam bum. Dis pari. Tocca a me? Sì. Bon. Logisch, da Adrenalin im Spiel, aber bevor du begehst, bist du voll Adrenalin. Und genau in solchen Momenten musst du es halt einfach kapieren, dass das mit Ruhe und Geduld vonstatten geht. Nicht? Und nicht mit der Brechstange. Man tut sich oft ein bisschen schwer, in den Flow hineinzukommen, das heißt, ins Gehen hineinzukommen und die Ängste ein bisschen loszulassen. Aber besonders noch, wenn man einmal die erste Begehung geschafft hat, dann weiß man eigentlich unbewusst, ja, ist eigentlich kein Problem. Nicht? Das ist ja Lagieren, das ist ja ein normaler Slackline. Nicht?
Slackline, mit Skifahren und so. Und ich habe es geschafft, dass ich mir so ein bisschen eine Arbeit aufgebaut habe. Und mit der ich sicherlich reich wäre, aber das ist mir auch nicht wichtig. Ich meine, für mich ist wichtig, zu leben.